Hier spricht Ustra. Willkommen zurück bei RimWorld, dem Spiel, bei dem einfach alles passieren kann. Wir haben uns in der letzten Folge von Darcy verabschiedet, nämlich, da liegt sie, von der Mutter von der Anna, kaum eingezogen, jetzt schon unter der Erde. Es ist heftig, was hier passiert, muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Verrücktes Tier. Jetzt kommt der Leguan. Der blutrünstige Leguan. Leider macht er sich wirklich auf den Weg in unsere Stadt. Harry, will ja nichts sagen, aber blutrünstiger Leguan. Och, wirklich? Haben wir nicht irgendwas mit dem Messer? Okay. Helf doch mal dem Harry da bei dem komischen Leguan. Das kann doch nicht wahr sein. Was wir als nächstes brauchen, ihr ahnt es vielleicht, ist eine Krankenstation. Darum werde ich mich eventuell in dieser Folge drum kümmern. Falls wir es schaffen, erstmal die nötigen Dinge, die jetzt noch passieren müssen, zu regeln. Es muss einiges passieren. Wir haben EMP-Granaten, das ist extrem cool. Denn die machen elektromagnetische Impulse. Es könnte sein, dass ich damit diese Dinger hier erledigen kann, weil ich glaube, die sind elektrisch. Dürrer und schneller, menschengroßer Kampfmechanoid. Primär trägt sie eine Fernkampfwaffe. Ihre Körper sind mit zwei gegliederten Klingen ausgestattet, um sie im Nahkampf extrem tödlich zu machen. Sie gehen nicht in Deckung. Am besten greift man sie mit einer Übermacht an. Ja, und es sind natürlich auch super viele Leute da drin. Da haben wir auf mehreren Stellen merkwürdige Sachen. Was ist denn jetzt los hier? Wissen wir, ob wir den... Harry konnte ihn nicht überzeugen. 6,7%. Okay, das ist nicht unbedingt viel. Wie wär's, wenn wir mal den Harry ein klein wenig Medizin zukommen lassen, damit der eventuell nicht stirbt und wieder bei seiner Anna schlafen kann? Ist nur meine Idee. So, dieser Raum ist soweit okay. Wir waren eigentlich dabei, das Hightech-Ding zu bauen. Hightech-Labor. Wow, ist das Ding groß. Wir haben zu wenig Stahl, wir haben zu wenig Bauteile. Wir planen es trotzdem schon mal dahin. Ach ja, Darcy. Jetzt weiß ich wieder, wofür Darcy gut war. Darcy war gut für Stahlklopomat. Ich erinnere mich. Jetzt fällt es mir wieder ein, warum wir sie so gerne hatten. Und ich weiß auch leider noch nicht, wie ich anders an Bauteile komme. Deswegen hoffe ich, ist es nicht ein allzu großer Verlust, wenn wir jetzt jemanden haben. Harry, Alter, ruh dich doch einfach mal aus. Nein? Okay. Du kannst auch hier rumlaufen und bei 20 Grad, naja gut, bei 20 Grad ist die gut gehen lassen. Wir müssen auch schauen, dass wir gleich nochmal ein klein wenig... Ah, ich glaube, da kommt das Trockenfutter hier. Das sieht extrem nach Trockenfutter aus. Jawohl. Zack, zack. Sehr gut. Ich glaube, unseren Tieren wird es gut gehen. Warum ist dieses Bett frei? Neuer Rekrut. Ach, es hat einfach geklappt. Oh, ich dachte gerade so, ja, es dauert ja wahrscheinlich voll lange, bis er irgendwie da in unsere Stadt kommt und so, weil er 6,7%. Aber anscheinend sind wir vom Glück geküsst. Den Mörder, ich weiß nicht, ob es der Mörder ist, es ist auch ein nacktaktiver Mensch. Genau das wollte ich sagen, ein nachtaktiver Mensch. Lass uns mal eben reinschauen. Ist das der Typ, der Anna getötet hat? Nein, Anna ist einfach nur hässlich. Okay, also das ist nicht der Typ, der Annas Mom umgebracht hat. Okay. Das hört sich doch gut an. Und er ist ein Ist es ein Soldat, der Äste? Kann man den als Soldat bezeichnen? Er hat 8 im Fernkampf, 10 im Bergbau. Wir werden ihn als Soldaten abstempeln. Außerdem braucht er irgendeine Waffe. Ich habe das Gefühl, er ist ein Kandidat für ein Energiegewehr. Wenn ich das jetzt sehen würde. Das ist irgendwie das. Wo ist das Energiegewehr hin? Muss doch auch irgendwo rumliegen. Ach, da liegt's. Okay, Energiegewehr ausrüsten. Okay. Er ist ein bisschen müde. Kann ich irgendwo auch verstehen. Die Strapazen der letzten Tage waren auch für ihn. Gerade noch der Mörder einer unserer Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ich zieh's. 5 Stück.
Das Haus wird ein bisschen größer. Die werden aber auf kurz oder lang alle auch ein bisschen größer. Es liegt jetzt nicht daran, dass er jetzt irgendwie eine Sonderbehandlung kriegt. Es liegt eher daran, wir brauchen sowieso größere Häuser. Und auch Mom, wie unverschämt sie einfach ist, einfach in dem Bett zu pennen von der Person, die mit der sie gerade noch gelebt hat. Die, ey, mit der Anna, die kann nicht. Die wird beleidigt von der Anna, die wurde verachtet von der Anna. Sie ist hässlich. Kein Wunder, dass... Ich glaube, irgendwann werden die sich prügeln, die beiden Frauen. Und dann muss sich unser Harry hier entscheiden, ob er zu seiner Mom hält oder zu seiner Freundin. Ich ahne irgendwie, dass er nicht zu seiner Freundin halten wird. Ich weiß nicht, wieso ich das denke, aber irgendwie habe ich so das... Ich habe das im Gefühl, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. So, Angie geht's aber gut. Estes muss... Ich glaube, wir... Ich weiß nicht, ob wir den hier schon kämpfen lassen können. Die sind ja nicht allzu gefährlich, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man die ein bisschen... Wenn man mit denen ein bisschen vernünftig... Einfach mal... aggressiv ist, müsste das schnell gehen. Und auch, hat unser Bowser eigentlich schon irgendwas gelernt? Nein, er hat immer noch nicht Leine lösen gelernt. Oder besser gesagt, Gehorsam gelernt. Wow. Schlechte Laune. Hm. Was macht er jetzt für den ganzen Tag? Ich hoffe, Stahl abbauen. Das ist das Einzige, was mich auch wirklich interessiert, dass er das macht. Weil das kann er fix, wie man sieht. Ich wundere mich, was wir an dem Hightech-Labortisch alles bauen können. Ich hoffe nur Gutes. Wir bauen auch schon mal ein Bett in das ganze Ding hier rein. Ein Stahlbett hört sich doch gar nicht mal so... vielleicht auch ein Sandsteinbett. Das hört sich doch... Das hört sich doch gemütlich an! Damit unser neuer Rekrut nicht mehr auf dem Boden schlafen muss und es sich dann vielleicht etwas bequemer machen kann. Und eventuell auch nicht Prügeleien anfängt, weil das wollen wir nicht. Vielleicht kriegt er ja auch noch ein Dach über dem Kopf in den nächsten paar Stunden. Jemand hat die Grippe. Chandler hat die Grippe. Wieso hast du die Grippe? Hm. Beeinflusst Arbeiten, Bewusstsein und Atmen. Hört sich nicht okay an. Naja, behandel den mal ein bisschen. Genau, das... Kann er das machen? Echt? Ist es ein Typ, dem man vertrauen kann? Er hat nur eine 3 in Medizin. Na gut, dann warum wirst du als Arzt eingestuft? Okay. Nice. Okay, jetzt hat er auch ein Dach über dem Kopf. Wenigstens das. Und wir haben nicht genug Bauteile oder haben wir keinen Bock, die abzutragen? Hm. So, wie ist mit den beiden? Haben die sich wieder beruhigt? Machen die wieder... Ja. Meinung meines Verlobten. Okay, also das ist jetzt auch... Hier, Verlobter und Mutter, okay. Die werden ja wohl auch bald heiraten, so hieß es zumindest irgendwann mal. Ich hoffe, das wird was. Ja, gestörter Schlaf, Junge. Du bist gestört. Du bist ja jetzt... Du hast nur eine Grippe. Jetzt musst du ja nicht die ganze Zeit da rumliegen. Ist schon in Ordnung. Kriegen wir schon hin. Ich würde ja gerne die Schmiede bauen, um zu wissen, was man da so machen kann. Aber 100 Stahl schon wieder. Und es braucht halt Feuer. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir Waffen herstellen können. Und wenn, was für Waffen wir herstellen können. Die sind alle schon ganz bleich geworden da drin. Schön. Harry hat sich eine neue Jacke besorgt. Auch gut. Oh, die fressen uns die Haare vom Kopf, die komischen. Oh, guck mal da, das Küken 1 ist jetzt auch ein Hahn geworden fast. Sozial, Mutter, Vater, Bruder. Wirklich, sogar bei den Hühnern gibt es jetzt hier eine Rangordnung, wer hier was ist. Wir können Operationen. Wir können die Tiere einschläfern. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, irgendwie irgendwas ist jetzt merkwürdig. Aber das können wir theoretisch auch schlachten, ne? Wenn wir. Was hat denn das jetzt für eine Fleischmenge 19? Und die Mutti hat wie viel? 27! Okay, die ist ein bisschen fetter, die Henne. Dann haben wir noch keinen Grund, die zu schlachten. Haben wir nochmal Glück gehabt.
So, er betet in seiner neuen Bude. Ich hätte natürlich hier gerne Straßen und Wege und hier vielleicht einen gepflasterten irgendwas, wo vielleicht in der Mitte ein Baum steht oder so. Das wäre schon geil, aber... Es gibt furchtbare Laune. Ja, gut. Gehe, gucke, was ihn stört. Ja, es gibt Dinge. Es ist Tag. Es stört ihn, dass Tag ist. Es stört ihn, dass er am Boden schläft. Es stört ihn, dass irgendwas ist. Vielleicht mache ich das hier auch zur Krankenstation. Und verfrachte den Knast irgendwie hierhin. Es ist alles eine Frage von, wie kommen wir gut an die Sachen ran. Ich bin so unsicher. Ich bin so unsicher, sage ich euch. Auch hier Aufteilung. Küche, Kühlschrank. Ist auch noch nicht optimal. Aber ich glaube, das sind doch alles Sachen, um die wir uns erstmal später Gedanken machen. Wie sieht es hier mit Strom aus? Haben wir noch gar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier rum mit dem Stromkabel. Denn... Wir gehen dann hier lang runter mit dem Stromkabel, nicht außen, weil gleichzeitig wird die Außenwand unsere Verteidigungslinie. Deswegen betone ich das einmal an der Stelle. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich nicht... Warum ich über die Türen gehe mit dem Stromkabel. Das geht schon. Wir haben noch genug Futter, wir haben noch genug Fleisch. Alles scheint soweit ganz gut zu sein. Ach, hier ist unser neuer Labortisch. Nice. Wir können den Multi-Analysator jetzt auch erstmal bauen. Damit wir schneller forschen können. Können Krankenbetten erforschen. Das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Wir können einen Röhrenfernseher bauen lassen. Oder erforschen lassen. Ich würde natürlich erstmal was nehmen, was jetzt nicht so krass viel Power kostet. Löschschaum. Erlaubt den Baum von Löschschaumwerfern. Dies ist ein Brandschussgegenstand, der einen feuererstickenden Schaum versprüht, um Flammen aufzuhalten. Das ist alles interessant. Wir machen, glaube ich, erstmal den Multi-Analysator. Dann können wir folgende und nachfolgende Forschungen schneller erforschen. Das hört sich doch interessant an. Außerdem werde ich hier auch mal eine Lampe reinballern. Weil ich glaube, die Leute meckern sonst wieder rum, dass es hier kein Licht gibt. Genauso wie in den Räumen wird es jetzt Licht geben. Nice. Damit die einfach nicht im Dunkeln hocken. Und damit unsere Stromrechnung mal ein bisschen höher wird. Auch das ist interessant. Schön. Mir gefällt auch eigentlich unser Stall. Er ist klein und hässlich. Na gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Upsa. Wir können doch jetzt auch die Funkanlage bauen, oder nicht? Ja, einen Funkraum bräuchten wir auch noch. Eventuell ballern wir aber auch das Funkgerät mit hier rein. Das hört sich fast nach einer guten Idee an. Wir brauchen zwar noch ein paar Bauteile, aber das sollte schon funktionieren. Ja, komm. Dann machen wir das dahin und gucken, dass wir noch ein paar Bauteile eventuell kriegen, die wir vielleicht irgendwo abbauen können. Maybe. Ist er schon verdorben? Verdirbt in einen Tag. Dann holt euch das doch mal. Der Puma hat den gerissen bestimmt. Wir brauchen Bauteile. Da sind welche, oder? Das sind Bauteile. Yes, nice. Die brauchen wir jetzt erstmal. Dann können wir nämlich auch wieder mit den normalen Sachen handeln. Mit den Raumschiffen, die immer im Orbit kreisen. Und ich glaube, das ist auch nicht so verkehrt. Um das mal an der Stelle irgendwie zu sagen. Wie sieht denn das Kamel aus? Ist das noch ein Schuss? Der Höcker ist abgebissen. Das rechte Auge ist herausgerissen. Vorderes linkes Bein abgeschnitten, vorderes rechtes Bein abgeschnitten. Hinteres rechtes Bein ist abgerissen. Hört sich traumhaft an. Der Puma hat ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen. Und Mom ist fleißig am Forschen für den Multi-Analysator. Nice, sehr gut. Hier könnten wir sogar noch Thermalenergie forschen. Und da oben auch. Ah, wir haben so viele Quellen der Energieerhaltung. Sehr gut. Und wir können unseren Batterieraum wahrscheinlich dann auch erweitern bis hierhin.
Das wäre auch eine Möglichkeit, die wir haben. So viele Dinge, die wir noch... Oh, die Funkanlage ist fertig. Nice. Und Anna kann auch forschen. Auch gut. Super. Ja, Krankenhaus haben wir gesagt, sollten wir als nächstes machen. Das sind die beiden großen Zimmer. Ein Krankenhaus. Ich will natürlich auch so bauen, dass wir da irgendwie drankommen. Ich würde es fast hier hin bauen. Was können wir denn nehmen? Wir nehmen am liebsten wieder unser... Erstmal nehmen wir Sandstein. Ich glaube, das liegt hier noch am meisten rum. Ne? Schieferblock, Marmor. Marmor liegt eigentlich extrem viel rum noch. Ich will natürlich nicht, dass wir uns so weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte gerne nur, dass du aus Marmor baust. Und jetzt baue ich auch nur aus Marmor. Und zwar bauen wir, wie schon gerade erwähnt, ein Krankenzimmer. Für die vielen Kranken, die wir beherbergen müssen. Auf kurz oder lang brauchen wir das, weil auch hier unser Chandler, oder Chandler, der immer noch die Grippe hat. Das ist natürlich geil, wenn er da rumliegt, wo er dann immer ins Essen husten kann und so. Das ist super hygienisch und stärkt die Abwehrkräfte der anderen Insassen, wollte ich gerade schon sagen, der anderen Bewohner, denke ich mal. Denke, das ist ein Ding, oder? Immunsystem und so. So, von da aus brauchen wir keinen Weg dahin. Das hier finde ich natürlich super geil, dass wir hier direkt verarbeiten können und das direkt da reinschmeißen können. Ohne lange Wege, denn lange Wege sind nicht nur eine Belastung für Körper und Geist, sondern auch für die Produktivität. Und beides wollen wir nicht. Behandlung benötigt. Haben wir doch. Haben wir nicht? Unbehandelt. Die leichte Grippe. Ja, da kommt schon gleich irgendjemand. Macht euch keine Sorgen. Noch ein Küken. Schön. Und jeder hat seine eigene... neu installieren vielleicht. Ne, man kann die Tierboxen. Man kann die Tierboxen gar nicht drehen. Okay, dann passt das schon. Alles klar. Dann sieht das ein bisschen merkwürdig aus. So, wir brauchen auch noch einen Freizeitraum für unsere Freunde. Da müssen wir mal schauen, wo wir den hinpacken. Ich denke mal, der kommt dann hier hinter. Ein bisschen größer. Mal schauen. Und wir brauchen natürlich Wege, denn man kann hier immer sehen, die Laufgeschwindigkeit ist auf Sand und so nicht unbedingt das Nonplusultra. Ich weiß nicht, ob wir Betonwege machen sollen. Vielleicht habt ihr Ideen. Man kann hier durch die Böden verschiedene Sachen machen. Holzboden finde ich für draußen nicht so geil, aber eventuell so Platten, wie wir auch hier drin haben. Das sieht natürlich für drin auch nicht super schnucklig aus. Sehe ich natürlich auch ein. Nein, wir machen keine Silberfliesen übrigens für draußen. Eine einzige Silberfliese kostet 85 Silber. Boah. Ich hätte hier aber gerne Metallfliesen drin. Einfach weil die super hygienisch sind und weil das wieder super viel Stahl kostet. Deswegen auch. Einfach damit die Leute beschäftigt sind. Deswegen möchte ich das gerne, dass sie das abbauen. So, und dann will ich auch Stahlbetten reinballern. Und zwar wie folgt. Forschung abgeschlossen. Nice. Der Multi-Analysator. Kann ich den direkt daneben schmeißen? Der braucht Gold. Und Plastil. Oh, scheiße. scheiße. Ich habe etwas gebaut, was ich überhaupt nicht brauche. Machen wir jetzt die Krankenbetten. Die brauchen wir fürs Krankenhaus. So. Gibt es eigentlich schon die Vitalmonitore? An Werkzeugschrank gibt es aber schon. Ah. Ach, ich dachte, den gibt es noch gar nicht. Ja gut, dann bauen wir den auch noch hier hin, wa? Am besten so. Hätte ich das gewusst, hätte ich das alles ganz ein bisschen anders gemacht. Jetzt haben wir da so eine blöde Ecke drin, ne? Machen wir den Werkzeugschrank dahin. Das geht schon. Behandlung benötigt. Ja, ist doch alles. Wir sind doch alle am Machen. So, hier werden gerade die Metallfliesen verschraubt. Das ist Hygiene pur. Und wenn wir dann die Krankenbetten haben, dann können wir uns auch richtig um unsere Patienten kümmern. Hier kommen natürlich auch, wie sieht es denn mit Strom aus? Der Stromkabel führt natürlich da lang, das ist nicht so optimal.
werde das auch mal hier lang schicken. Zumindest so ein... Ich werde es auch mal da lang schicken. Zumindest erstmal so weit. Holy fuck! Jetzt habe ich 3, 6, 9 Tiere. Ich glaube, es ist nicht mehr so gemütlich da drin. Aussehen hässlich, mittelmäßig langweilig. Holzboden natürlich cool da in dem Ding. Und ein bisschen mehr Platz. Wäre auch cool. Auch hier will ich mal Marmorwände nehmen. Um das ein bisschen zu vergrößern. Das soll jetzt nicht so crazy werden. Aber so ist schon okay. Reißen wir das mal ab. Da können wir gleichzeitig das eine und das andere machen. Ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht gar kein Dach brauche. In diesen Dingen hier. Ich möchte auch da gerne mal das Gebiet erweitern, die Zone erweitern, die Lagerzone. Ich möchte die gerne so erweitern und ich möchte diese Zone gerne entfernen. Dann hat man das ein bisschen netter. Das werde ich hier gleich auch mit den Transport oder besser gesagt Kisten machen, damit die einfach ein bisschen schöner in ihrem Stall da rumhängen. Muffalo-Fleisch. Ist das weit weg? Das geht. Da können wir noch hinlaufen. Dann macht euch mal ab. Jemand hat wieder schlechte Laune, weil der immer noch seine blöde Grippe nicht in den Griff kriegt. Wurde immun. Ja, dann geh aus dem Bett raus. Alles tippitoppi. Kannst du direkt... Schwing dein Ding durch den Ring oder so. Alles ist gut. So, jetzt kommen da überall die Tierboxen hin. Dann sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Ah, making sweet Hühnerlauf. Schön. Das freut mich. Und dann war es das nämlich für diese Folge. Lagerung. Piraten aus der Fraktion Blutige Diebe sind in der Nähe mit Landungskapseln gelandet. Es sieht so aus, als ob sie die Kolonisten belagern wollen. Sie werden Mörser benutzen, um deine Kolonisten aus der Ferne zu bombardieren. Entweder wartest du, bis es vorbei ist, oder du greifst an. Wie soll ich warten, bis es vorbei ist? Die wollen mich mit Mörsern ermördern. Das Problem gehen wir in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich, dass du so lange durchgehalten hast und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bist du neu zu dem ganzen Channel? Dann mach doch einfach ein Abo-Knopf-Attentat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.